Der Ort Mokast verliert einen Schandfleck. Zurzeit ist eine Abrissfirma dabei, die Überreste der alten Diskothek abzureißen. Das alte Tanzlokal ist im Jahr 2004 lichterloh in Flammen aufgegangen. Seitdem wartet die Brandruine auf den Abbruch. Viele Mokaster störten sich seit Jahren an den steinernen Resten der Disco. Dass jetzt der Abriss begonnen wird, ist der Kommune Ebermannstadt zu verdanken. 50.000 Euro nimmt sie für die Beseitigung der Ruine in die Hand. Die Arbeiter tragen Schutzkleidung, da sich im Abbruchmaterial Eternit befinden könnte. Und Asbestfasern wären für die Bauarbeiter gesundheitsschädlich. Zwischen den Steinen finden die Arbeiter so manches Relikt aus längst vergangenen Partynächten. Bald wird in Mokast gar nichts mehr an die alte Diskothek erinnern.